Aloha und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West, Freunde. Ja, ich bin hier vor der Basis, weil wir wollen jetzt Aether zu Gaia bringen. Die erste Unterfunktion haben wir da bekommen von Hecaro, der letzten Folge. Ja. Und jetzt machen wir weiter. Meinst du so? Oh! Erend! Du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Alter. Aloy. Erend. Es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo, was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenakt-Freund ist angekommen. Kotalo. Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich habe ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Oh. Okay. Sie schmeckt wohl schlechter, wenn die Lieferung länger dauert. Oder so. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal zu Gaia, ne? So, wir sind wieder da. Hallo! Willkommen zurück, Aloy. Wenn du bereit bist, verschmelze Äther mit mir. Ja, ja, gleich. Anschließend muss ich etwas Wichtiges mit dir besprechen. Wachungsdrohne reinklang. Was geht hier ab? Niemandsland abgeschlossen, Drohne. Trockensend. Gute Wahl. Wow. Yo, das sieht geil aus. Zeig mir mehr. Zeig mir mehr. Ja. Okay. Yes. Das ist ja das Gleiche. Hey, das ist alles das Gleiche, lol. Oder sah das nur so aus jetzt gerade? Ah, wow. Ah, das ist geil gemacht. So, setzen wir ein Geierkett mal ein. Die erste Unterfunktion. Für dich, Gaia. So, was wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eluthia-Frequenz. Eluthia?
Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war. Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Koordinaten. Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Illusia? Bin mir nicht sicher. Aber was? Was ist SOS? Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Warum schickt Illuthia eine kodierte Nachricht auf einer Frequenz, die nur ihr beide nutzen könnt? Das war wohl nur zur Vorsicht, um nicht entdeckt zu werden. Oder zumindest sollte es so aussehen, als sei das das Ziel. Ich weiß auch nicht, warum Illuthia erwarten würde, dass ich das Notsignal überhaupt hören und darauf reagieren würde. Soweit Illuthia weiß, bin ich inaktiv. Also ist Illuthia entweder in Schwierigkeiten und sie hoffte, dass du da draußen bist. Oder jemand will uns an diese Koordinaten locken und tut so, als wäre er Illuthia. Zu diesem Schluss komme ich auch. Aber was? Könnten die Zeniths die Übertragung senden? Den Daten aus deinem Fokus zufolge haben die Zeniths den anderen Gaia-Systemkern aus dem Hades-Versuchslabor. Möglicherweise haben sie daher Zugriff auf meine internen Frequenzen. Ah, was? Vielleicht wollten sie, dass du antwortest und deine Position preisgibst. Könnte sein. Doch die Übertragung ist hochgradig atypisch. Wenn sie wollten, dass ich meine Position verrate, dann wäre die Nachricht doch wohl unauffälliger gewesen. Okay. Dann sind sie es wohl doch nicht. Okay. Ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Erend und Wahl sind per Fokus in die Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist, Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Illuthia ist, dann hat sie Ärger und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang. Die will immer alles alleine machen. Die wollen doch nur helfen. Coolroute abgeschlossen. Nice. Gast 12.000 EP, yo. Wie geht der echt was? Ich konnte einen weiteren Raum im Hauptwohnbereich öffnen. Gut zu wissen. Ich schau mir das mal an. Wo? Hier. Ich muss Illuthia kriegen. Nope. Erend und Wahl warten am Westausgang auf mich. Ja, ja, Moment kurz. Ne? Hab ich das schon mal gesehen? Ha. Hier scheint jemand umgeräumt zu haben. Aloy, wie ich sehe, hast du dein Zimmer gefunden. Deine Gefährten dachten, du würdest dich über etwas Privatsphäre freuen. Ah, oh, geil. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Mein alter Speer. Rust hat ihn mir gebaut, als mein Training beendet war. Ah, oh, krass. Scheint eine Ewigkeit her zu sein. Ja, das ist... Was ist das? Ich trage Elisabeths Anhänger seit Monaten mit mir herum. Doch da wir eine Weile bleiben werden, verstaue ich ihn hier, wo er sicher ist. Das ist das Wegerecht, das Verschaf mir bei der Gesandtschaft gab. Ah. Ich mochte ihn. Er war sicher ein guter Mann. Ja. Ich glaube, er hat sich wirklich auf sein Zuhause gefreut. Okay.
Hier öffnen, please. Ich wollte eigentlich in den... Offenbar kann ich die Tür jetzt öffnen. Gaia, was war das für ein Raum? Das hier war als Freizeitraum für das Schaltstellenpersonal gedacht. Leider wurden die Unterhaltungsmodule mit der Apollo-Datenbank gelöscht. Oh, schade. Okay. Nein, ich wollte eigentlich nicht in... Machen wir uns auf den Weg. Aloy hat die ein für alle Mal zerlegt. Da ist sie ja. Kann es dann losgehen? Gehen wir. Schau uns an. Drei knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Wow. Sinnes. Abschaum. Wow. Was ist das? Was zum Henker? Was? LOL. Ist das zu fassen? Val, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Wir sehen uns das Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Sehne. Nun, es gibt offenbar noch mehr Zeniths, als wir dachten. Du hast tatsächlich einen besiegt. Hätte es fast nicht überlebt. Jo, ne? Ich habe Schneeflocken im Gesicht. Irgendwie konnten die Rebellen ihren Schild ausschalten. Aber warum war sie hier? Ich kann auf ihre Kommunikation zugreifen, aber... Ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Zenith? Offenbar konnte sie sie kommen und gehen lassen. Was? Hallo, Verbena. Was hast du für mich? Gut, dann ich habe überall Ding. Gesucht. Noch immer keine Spur vom Ziel. Können wir diese... Ja. Dein Maul ist viel zu laut. Okay. Wie ist er in uns... das mal an. Ne? Immer gut, einen Vorrat zu haben. Von wo haben die geschossen? Da oben, ne? Da muss man irgendwo da rumkommen. Yep. Dann ist das die Waffe da, dass sie die Sine auf seine retten können. Einer der Söhne des Prometheus. Offenbar hat sein Fokus Daten über die Waffe an jemanden gesendet. Die Waffe ist noch heiß. Digga, das siehst du doch, Hops, aber sie greift rein, yo. Aber vorher muss sie abkühlen. Okay. Das ist ein Phantom. Ach du Scheiße. Dieses Phantom hatte Anweisungen beim Sichern des Ziels zu helfen. Eine irre Maschine. Ich brauche was dieses Ziel wohl ist. K-
Gute Frage, ne? Und genug umgesehen? Fast. Okay, das heißt, denn irgendwo hat's noch was. Ah, da. Hier hatten die Rebellen wohl länger ein Lager. Haben sie die Gegend beobachtet? Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Ich sollte zurück zu Erend. Zu Erend. Also, Seherin des Verborgenen, was hast du rausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager, da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Sie warteten darauf, dass die Zenith auftaucht. Nur um die Waffe zu testen. Die Zeniths haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Osaram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Jo. Ich kenne Bastler, die das so machen. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Es war wohl noch nicht serienreif, weil es explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Und das Ziel, ist das die Unterfunktion, die wir hier suchen? Luthier? Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Alter. Gut, red mit Varl. Da geht's tief runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Die Zenith, die die Rebellen töteten, hatte ein gewisses Ziel gesucht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Ach nee. Dann mal runter. Erend, du bleibst hier und passt auf. Die Zenith ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt. Okay, wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's. Gut, Freunde. Das machen wir in der nächsten Folge von Horizon Forbidden West. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.